Hallo, willkommen zurück. Bei 7 Days. Tudai, wir bauen unsere Hütte aus. Dixa, Dixa, hallo. Genau, die Dixa arbeitet auch, ja. Dixa, der Danu. Mhm. Und die Danu, Goya. Der Danu legt sich jetzt endlich einen Schlaf. Einen Schlaf, das ist doch schon mal was. Also wir haben ja Fortschritte gemacht im Off jetzt, ne? Zumindest ein bisschen, ja. Sag, wollen wir dieses Loch im Haus oben eigentlich auch zumachen, damit keine Bienen reinkommen? Ich habe überlegt, ob man da irgendwie rausbaut, dass man da dann einen Ausgang hat oben und dann noch so einen Balkon außen rumzieht. Das geht natürlich auch. Einmal so einen Überhang. Dann mache ich das Loch da zumindest mal zu. Ja. Ja. So, dann gehe ich einmal da unten weiterbauen. Wie lange sah die ganzen Zombies anlockt, ist alles okay. Ich mach hier nur Feuer. Am Ende steht er dann da und sagt, ich habe Feuer gemacht. Genau. Ja. Und nennt seinen Charakter in Tom Hanks um. Nee, er würde niemals seinen Nickname ändern. Stell dir mal vor, er nennt sich plötzlich Tom Hanks, wir würden ihn nie wieder finden auf Steam. Tom Hanks Tarnis. Tom Hanks Tarnis. Ich muss, glaube ich, weg. Oder frei nach Steam, Tom Trottelchen Hanks. Was. Ja, also Pflasterstein-Rähmchen habe ich genug, ja. Rähmchen? Ja, ich baue nur Rähmchen. Da ist mal wieder ein Weg. Ja, ja. Also es ist rundherum jetzt auf zwei Höhe. Nee, noch nicht da vorne, noch nicht. Aber gleich. PDF. Oh, jetzt. In der einen Ecke, willst du das Haus vielleicht nicht auch noch zumauern? Also das Eck? Ja, da fehlt irgendwie die Ecke noch. Hm? Wo, was? Ach, die noch auffüllen, meint er, oder was? Ja, sonst ist sie mit zwei Schlägen weg. Damit haben wir dann nicht wirklich was gewonnen. Welche Ecke meinst du jetzt? Da, wo sie eingebrochen war. Ja, ja. Genau. Ja, mach ich schon noch. Mach ich schon noch. Ich kann mich nicht hier teilen. Ja, dann wird's aber Zeit. Dann wird's aber Zeit. Bitte, du kriegst doch mal ein paar Nägel in den Kopf hier. Was passiert, wenn man reingehen möchte? Ach ja. War also eigentlich ein bisschen Verpflegung, oder? Bisschen, was sollte da sein? Ich koche gerade. Das ist gut. Mir kommt gleich jemand nämlich scheiße hungrig rein. Warte mal, hier ist jetzt wieder heiß. Super, wo habe ich mein Konto? Moa. Ja, also irrsinnig viel ist es nicht. Wir könnten durchaus Tiere brauchen. Na gut. Die sind hier nicht so. Wir hatten dann mit eingepackt. Ja, wenn die welche über den Weg laufen, bitte einfach. Ja. Halte ich die Tasche auf und sag, bitte reinhüpfen. Genau. Hältst das Messer hin und sagst, bitte reinhüpfen. Na, oder so. Das wäre ja eine Möglichkeit. Rains, den kriegt auch mal in den Ding drüber. Ich habe das nicht richtig über sonst. Hast du noch Stein zufällig? Weil ich bin gerade out of Koppel. Ist alles in der Kiste. Out of Koppel gemobbelt. Ich kann dir 5 Steine bieten. Oh. Okay, ich gehe mal hier rum. Achso, der ist gerade weggenommen. Ich baue drüber. Ich habe meine Fenster abgeschlossen. Ja, mit dem Steinchen da komme ich auch nicht weit. Ich brauche einen Steinchen. Bist du ganz jetzt gerade weiter weg unterwegs, Xa? Ich bin ein bisschen weiter weg, ja. Ich bin am Holzfällen. Meinst du, du kommst zufällig dabei am Wegs vorbei, an der Forge? Oder könntest du das so auf dem Weg liegend machen? Auch nicht wirklich, weil ich zu Fuß unterwegs bin. Hallo, Bob.
Ja gut, es ist auch mitten in der Nacht. Ich gebe es zu, es ist vielleicht nicht die beste Zeit dazu. Naja, gut, Xa kann das. Eben. Hab ich gehört. Und der Xa bringt doch nichts um. Nicht einmal einstürzende Höhlen, in denen er mitten drin steht. Was sehr enttäuschend war im Nachhinein. Also ich ja, hätte jetzt ein Rohr gefunden. Ein Rohr, hä? Dann brauchen wir noch das nötige Heim. Ja, das ist. Brauchen wir zwei Rohre, oder? Einen für den Bello und einen für den Schnacher. Stimmt. Den Bello? Achso, für diesen Blaseball. Den Blaseball, ja, ich weiß noch nicht, wie der auf Deutsch heißt. Blaseball, wahrscheinlich. Ich hab. Ich trau mich nicht nachzuschauen, ehrlich gesagt. Ich, ja. Mach du das mal. Ich geb mal Ball. Blaseball. Achso, okay, das ist okay. Langweilig, ja. Eigentlich schon. Das war eigentlich schon fast zu einfach, ja. Ja. Nee, da können sie nochmal nachbessern, finde ich auch. Ja. Die anderen Übersetzungen sind so cool, dass ich nicht das ist entscheidend. Nennen wir es mal kreativ. Geschmiedetes Eisen haben wir auch keins, oder? Wenn dann noch bei mir im Töff. Das ist nur Stahl. Achso. Die 14. Wie viel? 14? Okay. Dann könnte man eine Bunkertür herstellen. Ne, da brauchen wir Federn für. Die Federn haben wir auch nicht. Doch. Achso, Autofedern. Nee. Nein. Ja, dann können wir nämlich nur noch Holz bauen. Ja, die kannst du aber auch noch mit Eisen verstärken. Ja, aber das ist dann alles, was man. Na gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Du wolltest das doch ein bisschen. Alles wird gut. Würde dann halt den Innenraum halt auch noch ein bisschen verstärken, damit man da dann auch noch ein paar mehr Widerstände hat. Inwiefern Innenraum, also die Innenwände oder was? Nee, also dass du halt nochmal innen ein paar extra Türen hast, die das Ganze noch ein bisschen abgrenzen, damit Winzelgrinse nicht sinnfrei handhaben, sondern da eben auch noch auf Widerstände treffen, wo sie nicht durchkommen oder zumindest nicht gleich durchkommen. Wenn du weißt, ja, was ich meine. Nein, ehrlich gesagt. Was bringt das? Wir haben einen Kuja zu Hause. Was bitte? Hatte ich vergessen. Also jetzt ist aber hier, ja. Ja? Was? Ich kann das ganz wunderbar. Aha. Ja, das ist das Problem. Wenn du in deinem Arkalon keine Automatik hättest, wären auch dort die Türen permanent offen. Du meinst, wäre das Trackout durchgekommen? Wäre das Trackout durchgekommen? Ey, ich bin jetzt Insider, ja? Wer nicht beim Stream dabei war, kann nicht mitlachen. Das war trotzdem gut. Ja, vor allem, weil es davor schon ungefähr 10 Mal im Chat stand, dass du die Automatik ausschalten solltest. Ja. Wer schaut denn schon in den Chat? Also das macht man doch nicht. Normal tue ich das schon, ja. Also, ich war selber dabei und hab's ihm geschrieben, mach die Automatik aus. Aber es hat doch hervorragend funktioniert. Naja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Automatik sogar absichtlich angehabt. Ich habe einfach gedacht, die hält ein bisschen länger. Nach dem Motto, ich war ja sogar hingegangen und gut, jetzt reden wir hier über Arcstream, aber egal. Ich war ja sogar hingegangen und habe geguckt, dass er an ist, ja. War ja sogar noch tiefgreifender quasi das Problem. Aber, ja. Dass der so schnell zugeht, das ist eine Schweinerei. Naja, normalerweise, wenn du ein Tor durchgehst, willst du nicht, dass die Tiere 200 Meter Entfernung immer noch durchkommen. Komm mir hier nicht mit Logik. Doch. Schreierin. Ja. Nicht bei mir. Schreierin schreit. Ja, ich sehe sie. So weit weg von euch. Scheiße.
Ja, allerdings. Ah, die Muni! Nein, tue ich nicht. Da lebt noch was. Bong. Da lebt nichts mehr. Vogelnest neu. In die neuen brauchst du nicht reingucken, da können ja die Vögel noch gar nichts reingelegt haben. So kurz vor knapp kommt noch eine Schreierin in der Nacht hier, das ist ja. Ja, das war bestimmt die Kontrollschreierin, die einfach mal nach dem Rechten gucken musste. Nachtwächter. Genau. Die Schnauze gehörig voll hat. Scheiß Abend. War nix los, tot langweilig. Oh ja. Na, du? Bisschen Nitrat, bisschen Kohle. Bisschen Stein. Wie viel Stein hast du mitgebracht? Weil ich hole auch gerade noch. 400. 400 nur? Ja. Uff, okay. Es ist nicht so leicht, hier Stein aufzutreiben. Ja, jetzt noch mal, ja, im Norden. Da kommt das Grüne, da liegen diese kleinen Brocken. Da für dich liegen 4000 Holz in der Kiste. Ich hab das, wenn ich das verteilt hab, glaube ich, alle Lagerfeuer. Okay, cool. Haben wir gedacht, was ich finde, bringe ich dir wenigstens mit. Jo, aber Holz kann man ja immer brauchen, da können wir ja noch ein paar Sixpacks draus machen. Ja, sowieso. So, das Essen ist fertig. Stoff könnt's mitbringen, wenn es findet. Nö. Für Fackeln. Ja, nee, Stoff bringe ich immer mit, wenn ich was hab, aber ist nicht. Geht nicht, weil ist nicht. Also hier ist viel Stein. Das sind diese großen Brocken. Okay. So. Du bist Richtung Norden, hast du gesagt. Du siehst ja meinen. Mal kurz auf die Karte. Ja. Kannst du zu mir kommen? Hier ist noch ein großer daneben. Bis wir den abgebaut haben, dauert. Was fehlt uns jetzt noch für die Forge? Immer noch das Gleiche, oder? Ja, ich fahr da gleich hin. Ich schmeiß mich gleich aufs Moped. Dann hole ich die Forge. Weil sonst wird das ja auch nichts mehr. Das brauche ich auch ein bisschen, bis es eingeschmolzen ist. Ja. Und bis die Tipps dann produziert sind. Aber wir brauchen doch dann für die Tipps auch die... Die haben wir jetzt auch nicht dabei. Das hilft uns ja gar nichts, eine Forge. Für die Bullet-Tipps brauche ich doch diesen Messschieber und so. Und ein Amboss bräuchte man. Haben wir auch keinen mit, oder? Nein, nee, natürlich. Kann man herstellen. Ein Amboss ist einfach gemacht, da musst du noch ein bisschen Eisen einschmelzen. Ja, gut, aber für die Dings brauche ich Messschieber. Für die Bullet-Tipps oder für beides, ich weiß es nicht. Vielleicht machst du einen Umweg um nach Hause und holst einen. Naja, nö, das wäre ja Cheaten. Insofern müssen wir leider sagen, ist hier ein Händler in der Nähe, das wäre das Einzige, was wir machen könnten. Dass ich schaue, ob der ein paar Tipps hat. Hast du ein paar Tipps für uns? Nee, ich glaube, ich keine Tipps. Ja, versucht nicht zu sterben. Das sind so immer diese super Tipps in Horrorfilmen. Hast du noch einen letzten Ratschlag für uns? Ja, versuch nicht zu sterben. Das ist immer so. Und jedes Mal in den Fernseher brüllen. Dann weißt du, wie es deinen Zuschauern immer wieder geht. Was? Sowas sage ich nie. Nein, aber die brüllen auch oft genug die Handys oder die in den Mund. Ach so, das ja, natürlich. Doch, das kann ich schon durchaus nachvollziehen. So, Stein ist hinüber. Also Queer sagt, er findet keine Wolle, oder? Aber er steht inzwischen lauter Kotten. Die heißt lustigerweise übrigens auch noch immer Kotten und nicht Baumwolle. Glaubst du, ich pflück hier Baumwolle, während wir hier ums Überleben kämpfen und... Weißt du, Xa hat da ein Bataillon an Lagerfeuern. Das wird taghell. Nee, außerhalb nämlich. Siehst noch über die halbe Map leuchten. Genau. Wie viele rein stellst du auf von Lagerfeuer? Eine. Die stapeln sich ja dann vorne. Aber die Zombies machen es dann schön. Oh,
ich habe schon 90 Nitrat wieder. Ah, aber ich habe das Häuschen mit dem überfluteten Keller gefunden. Das ist gar nicht mal weit weg von hier. Im Keller hast du ein Gun-Safe. Oh, schau ich gleich rein. Du musst nur tauchen. Wie tauchen und Gun-Safe aufmachen? Das ist aber durchaus fies. Es geht sich aus. Ja gut, du kannst das Wasser auch entfernen mit Frames. Wir haben den großen Stein direkt vor der Haustür, ne? Und ich laufe 30 Kilometer. Ja, ist doch wurscht, Hauptsache wir haben Stein. Hm. Ich hole jetzt auch da die kleinen Steine und hab schon 1000. Hm. Hier der Herr Xar? Ja. Hm? Was? In dem Haus bist augenscheinlich du. Das ist das Haus, in das ich gerade rein bin, ja. Ne, hier ist keine Forge. Schade. Ja, wie gesagt, ohne Messschieber ist eh alles doof. Ohne Messschieber ist alles doof. Blume doof, Schaf doof. Zombie doof. Zombie doof, Danu doof. Doof. Alle doof. Oh ja, doof. Alles doof. Aber hier ist... Achso, da hinten. Also geht's einen Händler suchen und hofft, dass der einen Messschieber hat. Ne, oh ja, oder Tipps. Ich frage mich nur gerade, wo der Händler ist, der nächste. Ist das der im grünen? Warte mal, der eine war ja verbuggt. Das war... Gott, wo war denn unsere Bay? Ja, der ist hier beim See. Ja, das ist doch eigentlich hier, oder? Warte mal, bin ich... Nee. Eigentlich hier, wo wir sind, oder nicht? Lass mich kurz auf die Karte schauen. Das ist ja eigentlich... Der müsste... Zah, weißt du, wo der nächste Händler ist? Ich verfahre mich da. Muss ich gleich schauen, Moment. Wenn du mir sagst, wo, dann fahre ich hin, aber ich finde es so nicht. Ach ja. Also den im Brennten, wie gesagt, der bringt mir nichts, weil der ist ja verbuggt. Mhm. Das ist ja good old Arschloch. Genau. Ist der dich rausschmeißt, wenn er dich nicht sieht. Ja. Er mag dich nicht. Du hast ihm sicher irgendwann mal was Blödsinniges angedreht und deswegen ist er jetzt sauer. Ich hab seine Tür offen gelassen. Das hat er mir übel genommen. Mhm. Hast du was daraus gelernt? Natürlich nicht. Klar. Und ja jeder. Mhm. Hast du so viel Stein umgehauen? Nicht ein Nitrat? Ich doch. Es bringt uns nichts ohne Messschieber. Und bist du beim Händler weitergekommen? Ja. Weißt du schon, wo er ist? Ja, weiß ich. Warte mal überlegen, wie das mit dem Scheren geht. Mit was? Ja, du kannst Vapefile, also die. Ah, ja. So. Jetzt müsste es eine Markierung haben. Wenn du mir grob sagst, wo? Von uns aus im... Ich hab keine Markierung. Oder da ist was Grünes. Ganz im Westen? Nee. Ziemlich genau im Nordwesten. Da ist bei mir keine Markierung, so leid es mich tut. Hier auch keine. Kommt da gerade was? Wieder? Ich bin reinkommen. Nee. Ob irgendwer die Markierung, also die den Waypoint bekommen hat. Moment. Wenn du sagst Nordwesten, so Richtung Wüste da hoch oder was? Nee, da ist nichts. Was? Das ist Nordosten, früher. Nordwesten. Nein, Nordwesten. Ja, Nord. Ja, nicht Wüste. Was ist das da oben, diese Steppe oder? Ach so, was? Nee, das ist die Bedroll, die ich da sehe. Also ich habe ein grünes Symbol ganz im Westen. Nee, das ist ein bisschen. Ist die Bedroll. Ja, das ist die Bedroll. Das müsste ein weißes Symbol sein, so ein Häuschen. Nö, ist nicht. Das sind 1,3 Kilometer. Ja, beschreib's mir mal so. Über uns ist ja die Kreuzung. Also wir haben das grüne Biom über uns und dann kommt so eine große Kreuzung.
Also genau, wenn du jetzt senkrecht nach oben gehst, kommt die große Kreuzung mit den zwei Ja. Häuschen dran. Da Ja. biegst du praktisch links ab, Ja. kommst dann an einem größeren Häuschen vorbei, dann an fünf kleineren, wobei Ja. drei unten, zwei oben Ja. sind und dann das nächste Häuschen auf der linken Seite. Da ist so eine Umrahmung drumherum. Das ist der Händler. Alles klar, hab's. Dann brauche ich jetzt nur noch die Kohle. Ist die In der in mittleren deinem? Kiste, glaube ich. Die hätte ich entweder Aber in der ne. Kiste geschmissen oder im Minibike. Den Zementmischer verkaufe ich, gell? Ja, kannst du machen. So, haben wir hier sonst noch was da? Silbernuggets hier sehr gut. Ja, Scheinwerfer, heb müssten mal sie. auf. Mechanical Parts. Ach, heb mal sie auf, bringt eh nicht viel. Haben wir hier noch? Oh ja, da ist was nichts. Zack, zack, Ja auch zack. noch Old Cash sein, beziehungsweise ein paar Waffenteile liegen ja auch noch rum. Ja, die Waffenteile habe ich mir gerade mal geschnappt. Beziehungsweise in meinem Minibike sind auch noch ziemlich viele Waffenteile drin. Das hole ich nämlich gerade. In deinem Minibike habe ich dafür jetzt selbst einiges reingelegt. Das könnt ihr euch mal rausschnappen. Da ist einiges an Stein und Holz und so ein Gedöns. Ich habe gerade 5 Patronenhülsen gefunden, immerhin. Oh, das ist ja richtig. Naja, kein Ding der Was Sache. hast denn du für Teile? Pistolenlauf, Magnum-Bombe, eine 600er. Maschinenpistolenteil. 600er Maschinenpistolen schafft. Wie gut ist denn deine MG? 557 könnte ich theoretisch noch auswechseln, ja. Heb mal das mal auf, ne? Scheiß. Kann man sonst noch so verkaufen? Den Bergbauhelm, die kleine Pistole, die Militärweste, sehr schön. Hier haben wir noch Cash, hier haben wir Tokens. Ah, da kriege ich doch ein bisschen was, wenn er was hat. Ja, ich gehe immer auf der falschen Seite raus, das ist zum Kotzen. Dafür kann aber keiner was. Haben wir noch irgendwo einen Noch durch. blauen Hammer oder eine Nagelpistole? Nagelpistole habe ich, ja. Wo bist du? Im Häuschen. Kommst du raus? Das Bike direkt rechts vom Ausgang hat die Nagelpistole drin. Siehst du mich? Ja. Nehme jetzt einfach das hier. Ich weiß nicht, auf welchem ich sitze. Ist doch Scheiß drauf. egal. Ebenso Nord. Nordwest. Moment. Da lang. Entweder wir haben alle drei was Fahrbares oder eben nicht. Da ist Hm. doch wurscht, mit welchem du fährst. Ja, da hab ich ja auch gesagt. Mal schauen, welches ich im Fluss versenke. Der war nämlich noch irgendwie zwischen mir und dem Ziel, oder? Dann weiß ich, welches du hast. Hat noch Ist ja bei hilfreich Couples da? gewaschen wieder. Ja, Cobblestone produziere ich gerade. So, na gut. Mache ich dann, wenn ich Sand zurück sollte bin. noch drinnen sein. Stein habe ich reingelegt und Lehm ist. Also in einem Bike liegt ganz viel Stein, weil ich muss das irgendwie loswerden. Und, also ganz viel ist übertrieben. Ein bisschen. Und Lehm ist noch in den Kisten. Aber ich baue, wie gesagt, Cobblestone und mache dann die Mauer noch fertig gleich. Hey. Warte, dass der hier nicht den Durst löscht. Hier regnet's. In dem Grünen. Weißt du, Koja setzt sich einfach ins Grüne ab, lasst uns hier rum. Ja, natürlich. Mach hier die Nacht. Okay, tschüss. Eine Nacht im Grünen. Wer will das nicht? Auch kann auch relativ schnell kalt werden. Ach. Keine Kälte, nur schlechte Klamotten. So kann man das Okay. hässlich aussehen. Händler habe ich tatsächlich auf Anhieb gefunden. Ich bin mittelschwer beängstigt.
Das kann ja nur schief gehen. Sicher, dass du dich wieder verpacken willst? Ja, mal gucken. Also das Bike habe ich jetzt auch richtig geparkt. Also Jetzt wird's aber kriminell hier. Ich muss auch sagen, also... Übertreib's nicht. Ja, nee, ich fall jetzt hier runter und brech mir irgendwas oder so wenigstens. Das ist okay. Na, irgendwas muss ja. Das kannst du ausnahmsweise machen, dir was brechen. Essen ist jetzt wieder ein bisschen mehr drin. Das werde ich auch gleich mal nutzen. In die mittlere Kiste. Produziere ich auch laufend. Hallo? Oh Mann, Xa ist verhungert. Wie kriege ich? Was? Ich kann das Geld nur einzeln verkaufen hier gerade. Ich kann nicht alles eingeben. Das springt immer wieder zurück. Achso. Auch nicht, wenn du mit dem Pfeil arbeitest. Mit dem Pfeil kannst du noch recht. Okay. Nö. Das springt kurz auf Maximum und ist dann wieder auf 1. Oh ja, muss ich halt. Okay. 80 mal klicken. So. Waffen, Munition. Was haben wir denn? Flintenmunition. Shotgun-Shells kann ich kaufen. Eisenbolzen für Armbrüste. Eine Pistole, eine 344er Schießpulver. Das bringt uns alles nichts. Patronenhülse 15. Ja, mach nur nicht zu viel. Aus Spitze. Ja, schau ich gleich noch. Oh, nein. Restock in einer Stunde. Den habe ich fast nicht gesehen davor. Scharfschützengewehr haben wir noch eins. Wo sehe ich denn eigentlich meine Kohle? Nur eigentlich unten, ne? Ja. Heavy Banded Chest Armor. Ich glaube, die ist gut, kann das sein? Die ist ziemlich gut, ja. Warte mal, gerade mal gucken, was ich habe. Oh. Ich bin. Okay, das erklärt so einiges. Meine Ausrüstung ist nämlich kaputt. Muss ich mal sagen, ich hatte überhaupt keine Protection mehr, aber ja, das erklärt's dann. Dann nehme ich mal die Heavy Banded Dingsbums. Jo. Jo, hab ein bisschen Munition, aber Tipps und so fast hatte. Also Tipps hat er für uns keine gehabt. Versuche nicht zu sterben. Hast du ein Scharfschützengewehr da, du? Ja. Okay. Raketen kann ich mitnehmen noch. Komm, wir nehmen Raketen mit. Dann nehmen die mit, ja, eben. Oh, verdammt. Kann ich nicht mehr kaufen. Weil? Kohle. Oh. Hast du den Zementmischer verkauft? Nee, den habe ich noch nicht verkauft. Dann verkaufen. Ja, brauchen wir ja eh nicht. Ja. Sehe ich das richtig? Eine kostet... Alter, eine kostet 1400. Eine Rakete. Oh. Trotz, dass ich relativ gut geskillt habe. Ey, okay. Was habe ich da? Maschinenpistolenteile. Muss ich auch noch einbauen bei Xa. Na gut. Ja. Es war okay. Ich habe von fast allen Munitionsteilen, die es gibt, ein bisschen was. Aber keine Messschieber, oder? Kein. Achso, Messschieber habe ich jetzt nicht explizit geguckt. Moment. Du wirst nur im Secret Stash finden, nehme ich an.